Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Spiel und leider steigen wir hier mitten in dem Spiel ein, also bei Part 2, weil Part 1 habe ich schön eine Stunde gezockt, habe mich ein paar Mal erschreckt, es ist ein Horrorspiel, coole Anfangsstory und was ist? Ich habe vergessen oder nicht vergessen. Er hat einfach ein schwarzes Bild nur aufgenommen, keine Ahnung warum. Jetzt habe ich es gerade getestet, jetzt müsste es eigentlich funktionieren, ich hoffe es funktioniert jetzt. Und das Spiel heißt The Medium, kurze Erklärung, es ist ein, ja, Horrorspiel oder Erschrecken, weiß ich nicht, ob es jetzt genau Horror ist, weiß ich nicht. Also so wirklich Horror war es jetzt noch nicht, aber es ist schon so ein bisschen düster. Wir sind ein Medium. Ein Medium heißt, man kann mit toten Menschen oder beziehungsweise mit toten Seelen reden. Wir helfen ganz, ganz vielen Menschen oder haben ganz, ganz vielen Menschen schon geholfen. Das war jetzt nicht im Spiel selber gespielt, sondern uns hat die erzählt, wo die Geister noch waren, in den Häusern, bei Familien. Und dann bin ich halt irgendwie da rein, also ohne dass ich es gespielt habe, und hab die Seelen in den Tod geleitet, in Ruhe, damit sie Ruhe sterben können, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir es erst selbst erfahren, als dann das Spiel anfing. Ich durfte spielen, mein Vater ist gestorben, also jetzt in dem Spiel, der Vater von ihr ist gestorben. Und als wir dann bei ihm im Haus waren, kam auf einmal Schatten, düster, düster, Geister, Geister, erschrecken, erschrecken. Dann mussten wir, ja, dann haben wir auch irgendwie so Kopfschmerzen bekommen, keine Ahnung, und sind in diese andere Welt rein und haben dort unseren Vater gesehen und der hat noch ein Notizbuch gesucht und den mussten wir beruhigen und dann konnte er gehen, immer ins Licht und konnte in Ruhe, in Frieden irgendwie jetzt sterben. So genau weiß ich es nicht. Und dann aber hat wer angerufen in dem Haus von dem Vater und hat gesagt, ich weiß, was du bist, mit diesem Medium, weil irgendwie gibt es auf der Welt wirklich nur sie. So habe ich es jetzt verstanden. Ich weiß, wer du bist, ich kann dir helfen und ich brauche deine Hilfe. Bitte komm zu diesem verlassenen Platz hier. Und wir sind natürlich direkt hin und sind jetzt hier angekommen. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich hasse Horror, ich hasse es eigentlich so sehr. Aber wir sind jetzt hier. Gut, das Tor. Es ist doch immer diese feste Grafik an den bestimmten Orten. So wie Resident Evil früher. Und dann können wir so lang gehen. Anyone home? Und ja, wir müssen jetzt irgendwie untersuchen, wer uns da angerufen hat, wer Hilfe braucht. Hello? Da ist ihn einer. Genau, Thomas hieß der, der uns angerufen hat. Sieht ein bisschen aus wie ein alter Opa oder ein Zombie. Wie wir da hinkommen, wissen wir noch nicht. Hier ist ein Bild. Genau, hier sind wir. Finde Thomas, gelange durchs Tor. Postkarten des Hausmeisters, Nivales Grüßen, Fotos. Das ist mein Vater in dem Spiel hier. Aber auch hier hat uns jetzt nichts weitergeholfen. So, können wir hier noch irgendwo hin? Nein, erstmal nicht. Wollten wir schnell laufen? Ich glaube, es ging nicht, ne? Wie kommen wir jetzt da rein? Da geht's nicht lang. Da links geht's noch lang. So. Hier ist eine Mülltonne. Hier können wir doch mal bestimmt drauf direkt. You wanna keep me out, neighbor? Und dann hüpfen wir mal hier rüber. So, wo war jetzt der Typ da hinten? Gelange durchs Tor haben wir geschafft. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be ich kann doch schnell laufen. Resort. Until one day it just stopped. So, hier war das ja, der Typ. Urban Legend was born. Klar, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Oh, hier die Effekte, wenn man durch die Pfütze läuft. Naja. Crazed workers, ja, Grafik ist okay. You know, ich habe alles auf volle Pulle. So überwältigend finde ich es jetzt nicht, aber ist okay. Was haben wir da gefunden? Und der Ball leer. Ah, hören wir jetzt wieder tote Menschen oder Kinder? Der Ball ist weg. Jo, alles klar. Was halt cool war, als man dann in dieser toten Welt war, hat man einmal Splitscreen gesehen, einmal sie jetzt im echten Leben. Jetzt. Und dann in dieser toten Welt.
wo wir mit dem Vater reden konnten. Drücke. Ah. Hello. Ah, da sehen wir dann die Fußspuren oder so da unten. Ah, okay. Also wir haben so einen komischen Totenblick. Ja, oder irgendwie sowas. Dann sehen wir hier die Fußspuren irgendwie. Die verfolgen wir natürlich. War da gerade was Rotes? So, ne, sind nur irgendwelche. Sieht aus, als wenn da was liegt, aber anscheinend nicht. Die Musik ist natürlich sehr dramatisch schon. Ich hasse es, mich zu erschrecken. Da ist irgendwie was am Baum. Was ist das? T plus K, 1968. Okay. Ja, die Soundkulisse, wenn man sein Headset auf hat, ist schon, ja, nicht angenehm. So, wo sind die Fußabdrücke hin? Sind die irgendwie falsch gelaufen oder was? Ah, nee. Hier geht's lang. Looks like an old fort. Might be my way in. Digga, ich würde da gar nicht lang gehen, Alter. So, hier könnten wir, glaube ich, rein. Lesen. Warnung, aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen... Okay. Hier wurde irgendwas... Something happened here. Gehen wir mal hier durch. Oh, jetzt hat sie wieder so einen Anfall. The split would come and go. If a place had a story to tell, well. Ja, jetzt seht ihr hier, das ist hier sehr, sehr lange her. Rechts. Und links, ja. Ist es aktuell und jetzt steuert man das so beides irgendwie. Das ist nicht immer im Splitscreen, aber hier ist es jetzt gerade wieder im Split-Dings. So. Weiß gar nicht, wo ich gerade hingucken soll. Dead. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. Rechte Maustaste. Ah. Hä? Da bringt uns auch nichts, ne? Konzentriere dich auf die Welt. Ansehen. Zurück. Okay. Also hier ist ein Tor und hier ist dieses... Ja. Not getting through here. Okay, ohne Strom geht's nicht. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. So, ja, kurz mal hier, was müssen wir hier machen? Also, wir brauchen Strom. Gehen wir mal hier lang. Wo gucken wir hin? Wo gucken wir hin? Warum hat die da so graue Haare oder ist das in der Zukunft? Nee, ne? I guess. A thousand years of history doesn't just happen. Ja, wir können hier lang. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. So, was haben wir hier? As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. Okay, wir haben hier die Energie. A dying soldier whispering the name of his beloved. Wie oft soll ich da was nehmen? Or maybe just glad to be done with this war. Okay. Können wir jetzt vielleicht zurück und dieses Licht da anmachen, oder was? Schauen wir mal. Also unser Arm hat irgendwie so ein bisschen Energie gespeichert, hoffe ich doch mal. Vielleicht können wir jetzt damit den Schalter irgendwie aktivieren.
In any case, I figured I could use it. Drücke energy Space. Energy, right? Ah. Okay, also das hat geklappt. Wir haben jetzt irgendwie so eine Energiewelle losgelassen. Wir gehen aber trotzdem nochmal hier gucken. Ist nichts. Aber wir können jetzt anscheinend hier lang. Wir haben jetzt die Tür irgendwie geöffnet, wegen dem Strom. Wir können jetzt da halt weitergehen, weil wir die Tür geöffnet haben. Okay. Sind wir wieder irgendwie. So there I was, existing also es existieren zwei Welten. Was hat sie jetzt? Ist hier kalt oder was? Was steht hier denn drauf? Achtung, Brandgefahr. Okay. Spiele übrigens mit Maus und Tastatur. Dem ersten Part, den ich ja leider irgendwie mit Schwarzbild aufgenommen habe, habe ich noch mit Controller gespielt. War auch viel besser, aber leider wisst ihr ja, wer das FIFA-Video gesehen hat. Ich habe meinen neuen Controller jetzt auch geschrottet. Oh, da liegt ein Reh. What happened to you? Tja, gute Frage. Schnell weg hier. Also die, der Soundtrack ist schon. Ich hasse sowas. Warte mal. Nee, der Blick zeigt nichts an. So, gehen wir mal hier unter durch. Und wieder. Ah, da ist jetzt dieses Niva. Wir sind jetzt da hingekommen. Okay. Also hier ist einiges wahrscheinlich passiert. Alter, Dicker. Es war wie ein Landfill von Memories, Emotions. Also hier sind vielleicht viel, viele Leute gestorben. So wie sie es erzählen irgendwie. Okay. Hier ist erstmal nix. Gehen wir mal weiter ins Gebäude rein. Was ist da? Ein Telefon? Oh, Digga. Schreck mich nicht. Natürlich klingt das Telefon, wenn das schon eins ist. Gehen wir auch mal direkt ran. Hä? Halte, um ein Echo zu finden. I'm here. No, it's definitely something. Trust me. You made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Huh? I'm here. No, it's definitely something. Trust me. You made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Okay. Even the objects here had auras. Selbst die Gegenstände hatten Auren. Also überall ist hier eine Geschichte zu erzählen. Words. Images, ich bin die Einzige, die das alles machen kann. Es ruckelt sogar, ne? Irgendwie. Ganz komisch hier mit der Aufnahme, dass das nicht geklappt hat beim ersten Mal. So, das sieht schon mal verschlossen aus. Hello? Anybody in there? Oh. Da lief gerade irgendwer rum. Ja, natürlich geht sie dann rein, wenn da was rumläuft.
locked. Ich würde so schnell nach Hause. Obviously. Ja. There's gotta be another way. Ja, oder einmal mal die Scheiben kaputt. Ah, da oben. Ah. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Shit, the handle's missing. Okay. Maybe I could replace it with something. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Huh? Natürlich kichert ihr ein Kind noch. Das fehlt natürlich auch noch zur absoluten geilen Stimmung hier. Da geht's nicht lang. Mal gucken, wo es hier lang geht. Hier geht's auch nur wieder runter. Gucken, ob es hier lang geht. Ne, hier geht es auch nicht lang. Hier zeigt ein Pfeil hin. Gehen wir doch mal hier lang. Schauen wir, was für ein Pfeil ist. Okay, das ist mir zu viel Text. Weg. Sieht mir hier wie ein Parkplatz aus. Jo, ist sogar ein Auto. Hey. Hey. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Oh. Hier wieder so eine Postkarte. Der Sommer ist im vollen Gange, meine Liebe, der Sommer ist im vollen Gange, das Resort ist zum Bersten gefüllt und das... Und du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit, ehrliche Arbeit. Mr. Rykowski sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. Okay. Hope you don't mind if I, pop your trunk. Okay. Ich müsste vielleicht ein bisschen die Sensitivity mal bisschen höher stellen. Not much here. Although this could come in handy. Schraubenzieher gefunden. Ow! Shit! What the hell? Alter. Einfach mal am Hupen das Auto. What the fuck? Okay, ich habe jetzt einen Schraubenzieher. Nicht lang. Was kann ich jetzt mit dem Schraubzieher machen? Ich gucke hier nochmal, aber hier war nichts mehr, ne? Hier war nichts mehr, kann ich nichts mehr drücken. Schauen wir mal weiter. Da waren wir schon. Dann gehen wir mal in die andere Richtung, ne? Meine Fresse. Da zeigt noch ein Pfeil hin. Wir gehen aber erstmal hier lang. Oder geht's hier überhaupt gar nicht lang? Ne, geht hier nicht lang. Was liegt da denn? Ein Krug? Sieht aus, als wenn da eine Vase steht, aber irgendwie kann man da nichts drücken. Hier kann man dieses Spiel spielen. I sent something. Okay. Ich kann aber nicht mehr drücken. Aber warte mal, doch. Hier. Hier sieht man diese Füßabdrücke, wie da wer da rumgesprungen ist. Okay. Aber mehr kann ich nicht. Also ich habe einen Schraubenzieher. Können wir das als Griff benutzen vielleicht? Da war ja eine Tür mit diesem, wo der Griff fehlte. Sonst sehe ich hier erstmal nichts. Wartet mal. Hier geht's auch noch überall lang, oder was? Nee, ne? Doch, tatsächlich. Hier geht's auch noch lang. Ja, aber da ist nichts mehr, oder? Kann man unten beim Baum lang gehen? Man sieht's schwer.
Nee, hier geht's anscheinend nicht lang. Ja, bevor ich jetzt zurücklaufe. Aber gleich muss ich ja wieder zurücklaufen. Ich probiere jetzt einfach mal mit dem Schraubenzieher. Jo, TS bitte. So, Kollege kommt, Teamspeak. Wir wollen Counter-Strike zocken. Aber ich probiere jetzt wenigstens das hier nochmal aus. Ob das hier mit dem Schraubenzieher funktioniert. Aha. So began the great dumpster heist of 1999. Ach so, jetzt können wir hier diese Mülltonne da hinten hin und dann können wir in dieses kaputte Fenster da. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Also mein Nacken, ey. So, da sind wir. Wir könnten jetzt hier hoch. Warte mal, ich will hier nochmal. Da liegt nämlich was. Was ist da denn? Nee, Fußabdruck können wir aber nichts. Warte mal, ich gehe nochmal trotzdem rein. Hier ist sonst nichts mehr, oder was? Nee, anscheinend nicht. Geht nicht. Ja, wir könnten da jetzt rein. Cutscene. Die gucken wir uns noch an. Und danach, sage ich mal, Part 2 oder eigentlich Part 1, was ihr jetzt zum ersten Mal seht, beenden wir. Ja, es ist stimmungsvoll, aber ich habe das halt auch in Part 1 schon erlebt. Man hatte wenig zu tun. Also du musst bisher nicht kämpfen. Rätsel irgendwie auch nicht wirklich. Also bisher ging auch die erste Stunde so wie hier. Du läufst rum, dann werden Sachen markiert. Da kannst du ein bisschen drücken, da kannst du mal was nehmen, da kannst du jetzt mal einen Schraubenzieher reinstecken. Aber bisher ist hier auch nicht so actionreich und ich hoffe nicht, dass es einfach nur so eine Art interaktiver Film ist. Dass man hier mehr oder weniger nichts zu tun hat. Hier liegt auf jeden Fall Klamotten, ein Schuh. Schuh, der uns... Ach du Scheiße, Alter. Das hört sich irgendwie noch Zombies an. Eieieiei. So it's true. Das Neva-Massaker. Also hier gab es echt irgendwas. The Neva-Massacre. I need to find this Thomas guy and get... was hab ich das aus Versehen gekriegt? Ja, wir müssen den Thomas finden, genau. Ja, Leute, wie gesagt, trotzdem machen wir jetzt hier mal einen Cut. The Medium, ich glaube, ich werde es auch noch ein bisschen weiterspielen. Also im Moment interessiert mich das schon, wie es weitergeht. Aber so jetzt das Spielerische, naja, müssen wir mal sehen. Haut rein, Leute.